Welcome back zu einem neuen Video, heute zu dem Thema Entschuldigen, weil das ist ein Aspekt, den ich absolut wichtig finde und den ich natürlich früher auch nicht so gelegt habe, wie ich das heute lebe, aber ich glaube, das ist in der Entwicklung von jedem Mann und jeder Frau, dass es uns schwerfällt, Fehler einzugestehen. Dass es uns schwerfällt, öffentlich Fehler einzugestehen, aber dass es uns auch schwerfällt, Fehler einzugestehen, Menschen gegenüber, die uns nahestehen. Sei es Leute auf Arbeit, sei es Leute in der Familie, sei es unsere Kinder, egal wo, gehört da was dazu, sich verletzlich zu zeigen und auch zu sagen, hey, ich bin auch nicht perfekt, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich entschuldige mich dafür. Und oftmals denkt man ja auch, okay, es ist jetzt wie es ist passiert, man kann eh nichts ändern und deswegen bringt so eine Entschuldigung jetzt auch nicht viel. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ihr Lieben, gerade zum Beispiel als Führungskraft und jeder ist Führungskraft, weil jeder führt sein Leben selber und deswegen ist im Prinzip jeder eine Führungskraft, sei es jetzt für sich selber, sei es für seine Familie, sei es in seinem Unternehmen oder in seinem Job. Und viele Führungskräfte begehen eben den Fehler, dass sie den Anschein praktizieren, perfekt zu sein, einfach weil sie im Prinzip nie eingestehen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Sie gestehen nie ein, guck mal, hier habe ich was falsch gemacht, hier habe ich einen Fehler gemacht. Und dann gehen sie natürlich auch nie den Schritt und entschuldigen sich für Dinge. Und ich glaube, das ist eine Leadership-Qualität, die wirklich Top-Leader zu normalen, also Top-Führungskräfte von normalen Führungskräften unterscheidet, nämlich die Fähigkeit, Fehler verbal gegenüber anderen einzugestehen und sich im nächsten Schritt aber auch wahrhaftig zu entschuldigen, also eine ernst gemeinte Entschuldigung. Und das ist, glaube ich, was, wo wir alle wachsen dürfen, wo wir alle im Alltag praktizieren dürfen, wo wir uns natürlich in erster Linie auch ab und zu bei uns selber entschuldigen dürfen, wenn wir Versprechen nicht eingehalten haben an uns selber, wenn wir hier oder da mal einen Fehler gemacht haben, wo wir es vielleicht besser gewusst hatten und einfach den Fehler gemacht haben. Das sind alles so Punkte, wo ich sage, hey, da müssten wir mehr Wert drauf legen, im Alltag besser mit uns selber umzugehen und im Umkehrschluss natürlich auch besser mit unserem Umfeld umzugehen. Also das bedeutet natürlich, dass wir regelmäßig, und ich glaube, man sollte so weit gehen und mindestens einmal am Tag einen Fehler eingestehen und sich mindestens einmal am Tag für was entschuldigen. Weil ich glaube, niemand ist perfekt, jeder macht jeden Tag Fehler. Nur fördert es eben eine gute Beziehung, das fordert Respekt, das fördert eben auch Barmherzigkeit und auch Verletzlichkeit, in dem Sinne eben auch Vertrauen, wenn wir uns in dem Sinne entschuldigen und auch unsere Fehler eingestehen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Kommentiert, liked, abonniert. Bis zum nächsten Mal, euer Christian. Ciao, ciao.